Meine Güte, da hat sie einen rausgehauen. Die Christina Bröhring-Spree war das mit Desperados und ihrer Kühe, die wir kennen von den Europameisterschaften. Links im Bild der Teamveterinär übrigens. Marc Kohne in der Mitte, Dressurausschussvorsitzender und Equipe-Chef Klaus Röser. Rechts der Papa und da ist sie und winkt. Tina Bröhring-Spree und ihr Despi. Mann, viele, viele, viele Highlights. Ganz toll, doch dieser ganze Ablauf in Richtung Startergalopp in die Pioretten rein. Wirklich nie, nie ist dieses Pferd in der Anlehnung irgendwie unruhig oder zu eng oder sonst irgendwas gewesen. Das war klasse. Die Pioretten aus dem starken Galopp, die Doppelpioretten, beide super gelungen. Okay, zugegeben, die erste Linkspirouette vorher, die sie uns ja da schon mal gezeigt hatte, da hatte sie so kurz Probleme. Danach war er so ein bisschen kribbelig, aber wirklich, das war nur ein ganz bisschen und das war auch nur kurz. Wunderschöne Piaffen, wunderschöne Piaffen, völlig auf dem Flecke. Hier, Piaffe mit leichter Drehung, aber im Rhythmus durch das Pferd. Und das ist ja diese besonders charmante Stelle, finde ich. Versammelter Schritt, Piaffe mit Drehung zum Richtungswechsel, starker Schritt. Sehr schön gemacht. Und hier diese Pioretten mit maximaler Lastaufnahme. Das war eine Kür zum Gänsehautkriegen. Die Musik, die kennen wir schon. Ja, das ist diese Linkspirouette gewesen. Da hatten wir ein ganz kurzes Problem. Nee, das war aber die andere. Das war die andere. Entschuldigung, bin falsch. Hier rechts wieder. Sehr, sehr. Die Rechten noch ein bisschen sicherer als die Linken. Aber immer diese super geniale Anlehnung, dieses totale Zufriedensein von diesem Hengst. Sie hat den enorm auf ihrer Seite und sie hat ihn in olympischer Form. Sie wissen, gestern wurde das Rio-Team bereits benannt. Da ist sie, die Bundestrainerin Monika Teodorescu. Und freut sich. Na klar, hier, sie ist aber ein bisschen im Stress. Es ist wieder mal Schlag auf Schlag und die nächste, die dran kommt, das ist die Dorothee Schneider. Christina Bröhring-Spree mit, ach, ist es denn zu fassen? Das ist ja sozusagen genau ihr Euro-Ergebnis. 88,8. Jetzt folgt dahinter die 2,5. Bei der Euro war es die 0,4. Also sie hat noch mal 21 Hundertstel draufgehauen. Gucke mal, der Röser, der freut sich da, der Klaus Röser, der Equipe-Chef. Und da ist Gabriele Kippert und der Ehemann von Doro Schneider. Und wir wissen, jetzt kommt Showtime. Hier aber schon mal einen dicken Glückwunsch für Desperados und Christina Spree. Das war eine wirkliche Runde zum Genießen. Und da hat er auch das dicke Lob verdient. Dorothee Schneider und Showtime. Die deutschen Meister in der Kür. Rechts.